Hallo und herzlich willkommen hier bei Two Funny Cinema. Mal wieder ein Video. Und zwar wurde ich herausgefordert von Kunterbunt TV. Der Two Funny Cinema will mich also herausfordern. Ist natürlich keine Herausforderung für mich, ist ein Witz, ja? Also easy game, würde ich mal sagen, ne? So, wo hat er mich denn herausgefordert? Challenges anzeigen. Coastal Race Kings. Zu schlagende Zeit 1,56. Okay, das hat er geschafft. Herausforderung. Okay, Challenge annehmen. Ich hoffe, du bist bereit, denn wenn du mal da draußen bist, gibt es kein Zurück mehr. Du hast 3 Versuche, die Zielvorgabe zu erfüllen. Wenn du beendest, bevor die Challenge abgeschlossen ist, hast du verloren. So. Alles klar, dann nehmen wir natürlich die Herausforderung an, ne? Wir machen die ja mit links. Das ist ja wohl ein Witz. Das könnte sehr lustig werden. Das waren wertvolle Sekunden. Oh je, das wird nichts mehr. Nein, okay, das habe ich verloren. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Digga. Diese Challenge hat ihn am Ende überfordert. Okay, gut. Neuer Versuch. Ich muss 1,56 vom Two Funny Cinema schlagen, das geht so nicht. Also es geht eigentlich jetzt nicht darum, jetzt hier irgendwie alle Gegner zu überholen. Ich muss eigentlich nur die Zeit schlagen. Mehr ist das nicht. Alter, hä, was ist denn jetzt los? Hä? Warum lenkt ihr nach links? Ich habe nichts gemacht. Ja, super. Nee, das war's. Das kann ich vergessen. Nee. Tschüss. Neuer Versuch. Es geht nicht anders. Das habe ich sowieso verloren. Alter, sag mal, was haben die denn für Geschwindigkeiten hier drauf? Aber ist das wirklich... Wow. Das ist doch kein normales Rennen, ey. Ja, aber ich frage mich, warum der das Auto auf einmal nach links gelenkt hat. Ich hab keinen Stick berührt, nichts. Ey, guck mal, 1,20 habe ich jetzt für 2 Runden, ey. Und der Typ hat 1,56 für 3 Runden gebraucht. Wie soll denn das bitte schon gehen? Was hat denn der bitte schon für einen aufgemotzten Wagen dafür genommen? Ich glaube, ich habe hier einfach nicht den richtigen Wagen dafür. Weg mit dir. Oh, 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 ich hab's, ja, komm, schnell. Yes, yes, Baby, ich hab ihn geschlagen. Alter, ich hab Two Funny Cinema geschlagen, den Drecksack. Zurücksenden. Tja, Dude, weißt du Bescheid, ne? Musst dir jetzt unterbieten. Ich war um knapp eine Sekunde schneller. Und das Ganze in einem Spiel namens Dirt Showdown. Wer es nicht kennt, gibt es bei Steam gerade ziemlich günstig. So am Rande. Und zwar habe ich ihm eine Zeit vorgegeben in der Challenge. Und ich hatte eine Zeit, wie ihr auch oben rechts hier seht, hier, von 1,56. Und habe gedacht, ich lade ihn einfach mal ein zu einer Challenge. Und er hat die natürlich auch direkt im Stream bei ihm rausgefordert und hat dann eine Zeit gefahren von 1,55. Und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Er hat mich natürlich dann auch direkt wieder herausgefordert. Und heute fahre ich einfach mal wieder eine Runde und gewinne natürlich auch gegen ihn, was gar keine Frage. Natürlich schaffen wir das. Easy Game. Easy Game, würde ich mal behaupten. Ganz ehrlich, eine Zeit von 1,55. Easy Game einfach nur. Ich habe hier eine 1,56 beim ersten Mal gefahren. Also, easy Game, ich behaupte. Wir fahren gleich. Wir sehen uns gleich im Spiel. Bis gleich. So, und dann bin ich auch schon in-game. Und hier sehen wir auch schon Challenge linked. Wir werden einfach mal drauf gehen. Wir werden einfach Kunterbunt so dermaßen abziehen. Easy Game, sage ich euch. Das wird einfach nur mega easy. So, wir haben hier die Herausforderung. Er hat, was? Mein Ergebnis. Ah, ich habe verloren. Er hat mit 1,55
87, bin ich einfach mal im Boot, ne? Ich hatte eine Zeit von 1,56,92. Easy Games sage ich euch. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert alles wie geplant. Drück einfach mal weiter. Und geht es darum, der Beste zu sein und der Welt zu zeigen, wer der härteste Hund ist. In diesem Bereich kannst du die Challenges auswählen, die dir deine Freunde geschickt haben. Natürlich nur, wenn du Freunde hast. Ja, natürlich. Ich habe natürlich einen Freund. Ich habe ein paar mehr, aber... Kundebund, du bist heute das Opfer. War ja schon das Opfer. Ja, Challenge anzeigen, natürlich. Easy Game, was haben wir denn hier? Er hat mich natürlich hier in diesem... in Miami... geschlagen. Ich hoffe, du bist bereit, denn wenn du mal da draußen bist, gibt es kein Zurück mehr. Easy. Natürlich bin ich bereit. Frag dir noch so dumm. Schlimm. So, Miami, ich komme. Bin schon da. 13, okay, da. Ich dachte, jetzt kommt noch hier eine Einführung. Und einer der Fahrer fährt nicht nur gegen das Feld, sondern will auch eine Challenge. Ging jetzt aber schnell. Oh, das war schon mal sehr schlecht. Das war nicht gut bis jetzt. Das war nicht so toll. Aber natürlich schlagen wir auch Kundebund. Also natürlich schlagen wir den. Wie soll es auch sonst sein? War nicht gut. Das war nicht gut. Und er lässt den Gegner hinter sich. Ha, ist noch nicht so gut die Runde. Ich wollte eigentlich besser in die Runde starten, ne? So, der holt jetzt hier links. Ich hoffe, ich gewinne natürlich. Ihr habt auch einen kleinen Teil gesehen von Kundebund seiner Strecke, wie er gefahren ist im Stream. Ich habe ein bisschen reingeschnitten, ne? Das seht ihr mal, wie gut er gefahren ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich den einfach direkt schlagen werde. Ganz ehrlich, der hat ja wohl keine Herausforderung für mich hier gestellt. Also mal ganz ehrlich, die... was er mir hier als Herausforderung gestellt hat. Ich war ja wohl gar nichts. Ich spiele übrigens mit dem Kastencar. Also ich glaube, das ist exakt das gleiche, wie er auch hat. Also nichts Außergewöhnliches. Kein getuntes. Absolut kein getuntes. Das ist einfach das Standardauto, das man hier bekommt. Und es wird eng, es wird eng, es wird eng. 1,51 habe ich. Habe ich es gewonnen? Ich habe es echt gewonnen. Easy Game, ich mal sage. Ja, wie gesagt, es ist keine Herausforderung für mich. Absolut nicht. Und, drück senden. Schlag mich erstmal. Auf die erste Runde. Ich hätte gern mehrere Versuche gebraucht. Leider nicht. Das ist natürlich aufs erste Mal. Es war mir einfach bewusst, dass ich das aufs erste Mal schaffe. Easy Game, würde ich sagen. Schöne Bund. Leider an dich. Probier's einfach nochmal. Tut mir leid. Ja, 5 Sekunden schneller, knapp. Also, was? Challenge gesendet. Okay, ich hab's Challenge gesendet. Viel Spaß beim Probieren. Nochmal. Erhoff dir viel Chancen. Ich hab übrigens kein getuntes Auto gehabt. Ich hatte das Standard, das zeige ich jetzt eben mal nochmal. Weiter. Ich hatte das Standardauto benutzt. Achso, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Nee, ich glaube, du hast es auch gesehen. Ich hab das Standardauto benutzt. Nichts Außergewöhnliches hier. Kein getuntes, nichts. Viel Spaß beim Wiederholen dieser Challenge. Und an alle, die zugeschaut haben, natürlich auch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ach, wie schön.